Justus hatte mich schon gefragt, Nancy, ist irgendwas mit deinen Hormonen? Hast du Nestbautrieb? Hallo, ich nehme dich heute wieder mit in meinem Alltag. Ich sitze jetzt gerade noch an dem halb abgedeckten Frühstückstisch. Wir haben nämlich gerade lecker gefrühstückt. Justus ist jetzt schon oben mit den Kindern im Kinderzimmer. Die sind da am Räumen. Also falls es heute laut poltert, dann liegt es daran. Die große Prinzessin ist aber noch im Kindergarten. Das finde ich auch ganz toll, dass der Kindergarten auch während der Ferienzeit auf hat. Der hat nur im Sommer 3 Wochen Schließzeiten. Ansonsten hat er alle Ferien auch offen. Deshalb kann sie da trotzdem weiterhin ihre Freundinnen treffen und so Kindergarten Spaß machen. Meine schöne Herbstdeko wollte ich dir auch einmal zeigen. Die habe ich erst letztens so hier hingestellt. Einmal habe ich so ein kleines Holzbrett hier und da sind so Kastanien drin und Eicheln. Die haben die Kinder gesammelt und auch hier diese Blätter ist von den Kindern gesammelt. Habe ich da einmal reingetan. Und dann dieser riesige Pilz, in den habe ich mich gleich verliebt, als ich den gesehen hatte. In so einem Möbelhaus habe ich den gesehen. Ich habe es noch in etwas kleiner, aber ich dachte, wenn schon, denn schon. Das soll hier richtig schön rausragen. Und dann noch so 2 rote Kerzen. Ich finde das sehr schön, so schön herbstlich. Richtig gemütlich sieht das aus. Ich räume jetzt einmal den Tisch auf. Achso, diese Sitzplatz-Sets. So heißen die ja, habe ich auch gekauft, weil dieser Glastisch extrem rutschig ist. Also da waren dann die Teller und Gläser drauf und dann sind sie so hin und her gerutscht. Und das ist doch besser, wenn man sowas noch da drauf hat. Auch in so einem schönen Grauton. Ich finde, das passt richtig gut hier zum Tisch. Also heller wollte ich es auch nicht haben. Die werden ja dann auch schnell schmutzig. Ups. Und dann eine ganze fusselige Dreck drauf. Mit dem neuen Tisch habe ich jetzt auch eine neue Tischaufräumroutine entwickelt, weil ich vorher ja immer eine Tischdecke drauf hatte und dann musste ich eigentlich nie den Tisch abwischen. Aber ich finde das so auch viel besser, weil der Tisch dann einfach immer sauber ist und nie irgendeine fleckige Tischdecke drauf ist. Und die muss ich auch einmal abwaschen. Das ist schon so ein bisschen fleckig. Das benutze ich jetzt mal als Tablett. Justus hat ja übrigens diese Woche Urlaub und nächste Woche auch noch. Das ist richtig schön, dass man jetzt mal so viel Zeit miteinander verbringen kann. Wir wollten ja auch erst schauen, ob wir vielleicht einmal wegfahren, aber dann haben wir uns dagegen entschieden, weil wir doch noch ziemlich viel zu Hause zu tun haben und auch umräumen wollten. Die Kinderzimmer werden komplett aussortiert, ausgemistet. Hat sich über die Jahre einfach so viel angesammelt. Und meine Kinder sind auch so kleine Sammler. Also auch so eigentlich Müll, schmeißen sie aber nicht weg. Sondern das wird alles schön gesammelt und liegt dann irgendwo rum und nimmt Platz weg. Und es muss einfach alles mal aussortiert werden. Die Küche hatte ich schon letztens einmal ausgemistet. Das hatte ich auf Insta-Stories gezeigt. Da war ich total hochmotiviert. Ich weiß auch gar nicht, was mit mir los ist, dass ich so auf Ausmisten drauf bin. Aber ich kann ja mal jetzt die Schubladen zeigen. Okay, das sieht vielleicht für den einen oder anderen immer noch irgendwie chaotisch unaufgeräumt aus. Aber diese Schublade ging gar nicht mehr zu. Weil die so überfüllt war, weil wir da echt noch Sachen drin hatten aus der Studentenzeit, die wir einfach nie weggeworfen hatten, aber auch irgendwie nie gebraucht haben. Jetzt sind da wirklich nur noch Sachen drin, die wir brauchen. Also ganz normale Pfannenbänder. Das hier habe ich neu gekauft, so für Spaghetti oder auch so zum Wenden in der Pfanne von Steaks oder so. Fand ich das sehr praktisch. Ist auch schon in Benutzung gewesen. Ich kann das auch nicht besser sortieren, muss ich ehrlich sagen. Davor war nämlich auch sowas hier drin, also so ein Besteckkasten, aber ich weiß nicht, ich finde für solche großen Sachen, da ist ja eigentlich so ein Besteckkasten gar nicht so gut, oder? Weil das so Fächer sind. Also ich finde das eigentlich besser, wenn das so komplett hier drin einfach liegt. Und Besteckkasten habe ich auch aussortiert. Das sind jetzt auch nur noch Sachen, die wir wirklich brauchen. Also das ist ganz süß, wenn du das kennst. Das sind so für Maiskolben. Da kann man sie so an der Seite reinstechen und dann besser dran knabbern. Ich bin auch noch überhaupt nicht fertig mit der Küche, mit dem Ausräumen. Ich wollte noch hier oben die Ecke machen. Das stört mich auch schon eine Zeit lang. Da sind auch Sachen drin. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was da alles ist. Und da wollte ich einmal hier meine Vasen reinstellen. Die hatte ich ja neu gekauft, die hatte ich mir ausgesucht. Und das war ganz lustig. Justus hatte in den Tiefen dieser Schränke, die er ausgemistet hatte, noch diese schönen Vasen gefunden. Und diese hier, die ist so ein bisschen kleiner. Oh, das ist jetzt noch so eine Backfarbe drin, die gehört da natürlich nicht rein. Aber das ist schon toll, ne? Was man noch so alles findet, wenn man mal richtig ausmistet, dann findet man noch so ein paar Schätze. Die Küche ist jetzt einmal schnell grob aufgeräumt.
Das hier ist übrigens meine kleine Fruchtfliegenfalle. Den Tipp hatte ich bekommen, glaube ich, im letzten Vlog, wo ich gesagt habe, ich habe hier so viele Fruchtfliegen. Dann haben mir ganz viele gesagt, du musst dir so eine Mischung anmischen. Und da werden alle Fruchtfliegen reinfliegen. Und es funktioniert wirklich richtig gut. Also das hatte ich jetzt einen Tag lang hier stehen. Und ich glaube, das könnte ich sowieso jetzt einmal wieder erneuern. Ich schütte das jetzt einmal hier rein. Frag mich bitte nicht, was das hier ist. Das hat Justus gemacht mit seiner Heißklebepistole. Aber die Küche ist sowieso eines der Sachen, die als nächstes erneuert werden, weil die auch schon sehr, sehr alt ist. Also die war schon drin, als wir hier eingezogen sind. Und ich glaube, man sieht das hier auch ganz gut. Immer in den Vlogs sehe ich das beim Schneiden. Ist eigentlich, ja, nicht wirklich schön hier. Also sie ist schon wirklich sehr kaputt und sehr alt. Aber das dauert noch ein bisschen, bis wir die erneuern. Jetzt müssen wir erst noch mal ein bisschen sparen, nachdem wir diese Erneuerung hier im Eingang und Wohnzimmer gemacht haben. Aber es ist auf jeden Fall eines der nächsten geplanten Projekte. Und wenn es soweit ist, dann nehme ich dich natürlich auch wieder mit bei Planung und Umsetzung und alles. Was denn? Den Essigreiniger. Essigreiniger? Ja, da muss ich den Tisch von Clara fertig machen. Okay. Den habe ich letztens gesucht. Ja, nicht versteckt, weil er noch so wenig drin ist. Der Rest ist so billig. Justus ist jetzt auch ganz verliebt in meinen Himbeeressig. Aber falls du vielleicht eine Idee hast für die Küche, weil wir sind dann noch am Überlegen, ob wir Holz machen oder weiß oder schwarz. Da gibt es ja alles Mögliche, was man für Farben schon allein nehmen kann. Dann kannst du mir das gerne mal schreiben, weil da wäre ich echt dankbar. Ich bin natürlich nämlich schon ein bisschen am Gucken, was es da so gibt und was man so machen kann. Jetzt werde ich einmal noch schnell mein Soda hier reinkippen. Das ist so eine reine Soda. Die mache ich hier in den Ausguss rein. Ein Handy ist ein bisschen schwierig. So. Was ist los? Justus? Pass doch auf das Baby auf. Aber sie ist hier, hier an der Treppe. Wenn der Justus aufpasst. Ja, das ist auch ganz interessant. Sie bleibt dann nämlich oben stehen. Also sie würde niemals dann runtergehen oder versuchen runterzugehen. Jetzt kippe ich noch heißes Wasser in den Ausguss mit der Soda drin. Das ist ganz toll. Das reinigt nämlich einmal den Ausguss. Huch! Vielleicht kennst du das auch zu Hause. Manchmal stinkt das ja so aus dem Ausguss. Und das wird dann jetzt einmal komplett gereinigt mit dem heißen Wasser und der Soda. Und es soll wohl auch Fruchtfliegen geben, die so ihre Eier in den Ausguss legen. Und seitdem ich das gehört habe, mache ich das doch ein bisschen öfters noch. Für den Tisch hier benutze ich übrigens nur Wasser und Lappen. Das ist jetzt so ein ganz normaler Mikrofaserlappen. Damit geht eigentlich alles weg. Also egal, ob fettige Fettfingerflecken oder auch, ja, weiß ich nicht, Soße oder sowas. Also da brauche ich eigentlich nicht viel mehr. Also mit Reiniger bin ich hier noch gar nicht jetzt lang gegangen. Ist eigentlich ganz einfach zu pflegen, der Tisch. Weil viele gesagt haben, ich soll doch lieber keine Glasplatte nehmen, aber es ist wirklich ganz gut. Wenn ich Lack drüber gewischt habe, gehe ich nochmal mit Cera drüber. Dann ist auch schon fertig. Ich liebe das Quieken. So sieht jetzt der fertige Tisch aus. Richtig schön blitzeblank poliert. Darunter wollte ich eigentlich noch so einen Tischläufer, heißt das, genau, noch so einen Tischläufer hinlegen. Aber ich wollte nur einen einfarbigen in Leinen. Ich glaube, das sähe ganz gut aus hier. Jetzt habe ich meinen morgendlichen Haushalt durch. Ich mache nämlich immer Wohnzimmerbereich, Esszimmer und Küche. Und dann ist hier unten alles einmal schön aufgeräumt. Da fühlt man sich auch gleich viel besser, wenn alles so schön ordentlich ist. Die Brötchen lasse ich hier noch liegen. Die haben wir nämlich heute Morgen frisch vom Bäcker geholt. Tue ich nochmal zurück in die Tüte, damit das nicht trocken wird. Dann können die Kinder das noch über den Tag hinweg essen. Lilly hat sicherlich im Laufe des Tages nochmal großen Hunger. Und was ich dir auch noch ganz, ganz stolz zeigen wollte, das sind auch wieder ganz viele Zettel, betrifft auch wieder die Einschulung. Und zwar ist das so eine Kooperation vom Kindergarten und der Grundschule. Ich wollte vorgucken, ob du was zu essen machst oder ich was zu essen mache. Soll ich jetzt schon zu essen machen? Kartoffeln habe ich noch. Ich weiß, war schon wieder Kartoffeln, ne? Justus kocht immer Kartoffeln. Wenn Justus Mittag kochen muss, dann kocht er immer erstmal Kartoffeln, weil die kann man ja auf jeden Fall immer gebrauchen. Ja, genau. Jetzt kann man natürlich irgendwas kombinieren. Das ist ja leckerer. Ich will, guck mal, was wir noch im Kühlschrank haben. Ja, ich guck gleich mal. Was machst du? Diktat. Diktat? Ja, mach das mal. Es wird nämlich auch in den Ferien für die Schule ein wenig gelernt. Ich weiß nicht, ob das jetzt in jedem Kindergarten und jeder Grundschule so üblich ist, aber bei uns ist das so. Also es ist so eine richtige Kooperation. Ist halt auch wieder so eine Art Fragebogen oder ja,
Kategorisierung kann man das schon wieder sagen, aber Einordnung oder Benotung des Kindes. Ganz süß, hier steht zum Beispiel erstmal so als Text, das möchte ich der Schule von mir erzählen. Und da hat sie wohl gesagt, dass ich alte Freunde wiedersehe. Ich freue mich auf die Hausaufgaben. Ich freue mich auf ein Schultier. Ich glaube, sie meint so, ja, so Maskottchen, sowas ähnliches. Und ich freue mich, wenn Mami was Leckeres zum Mittag macht. Das finde ich total süß, dass sie das gesagt hat. Und dann wird da halt alles Mögliche abgefragt zu motorischer Entwicklung. Also kann hüpfen, sicher, überwiegend sicher, unsicher oder steigende Tendenz. Das kann man dann alles ankreuzen. Was auch geprüft wurde, kann auf einem Bein stehen, kann balancieren, springt ein Hampelmann. Übrigens Hampelmann, ich glaube, da hat kein einziges Kind mit sicher abgeschlossen. Ich finde, die haben extrem hohe Anforderungen an so einen Hampelmann. Ich glaube, noch nicht mal ich konnte den so richtig sicher machen. Dann gibt es noch Fragen zur Feinmotorik, zur Selbstkompetenz, also ob das Kind Selbstvertrauen hat und sich selbst einschätzen kann. Die Belastbarkeit, Konfliktbewältigung, Frustrationstoleranz, das Verhalten in der Gruppe, phonologisches Bewusstsein, was ist das denn? Also kann Silben klatschen, kann Rhythmen zu Liedern und Gedichten klatschen etc. Und noch mathematische Kenntnisse. Als ich das damals für den Großen unterschreiben musste, weil man muss das als Eltern unterschreiben, dass das an die Schule weitergeleitet werden darf, habe ich auch damals so ein bisschen gestutzt. Aber ich muss sagen, im Nachhinein hat das nie irgendwelche negativen oder auch positiven Auswirkungen gehabt. Deshalb war ich dieses Mal eigentlich sehr gespannt darauf, wie der Fragebogen für die große Prinzessin ausfallen wird. Und für Clara ist er sehr gut ausgefallen. Und die Erzieherin hat schon gesagt, also sie sieht da gar keine Probleme, wenn sie eingeschult wird. Und sie wird sich ja da richtig gut mitmachen und vorankommen. Und da ja, freue ich mich auch schon sehr drauf. Als nächstes steht dann noch das Schulgespräch in der Schule an, mit der Schuldirektorin, auch mit dem Kind zusammen. Und dann noch die schulärztliche Untersuchung kommt auch noch. Aber darüber werde ich dann auch nochmal berichten, wenn es dann soweit ist. Ich habe Elisa jetzt gerade ins Bettchen gebracht. Jetzt macht sie ihren Mittagsschlaf, weil irgendwie macht sie den jetzt so spät, dass es kein Vormittagsschlaf mehr ist. Es ist jetzt ein Mittagsschlaf geworden. Jetzt wollte ich einmal gucken, wie das Diktat im Moment so läuft. Störe ich? Nein. Wenn du leise bist. Ich bin leise. Du bist leise. Einem. Einmal über die Schulter gucken. Wald. Psst. Ja. Wald. Ein schweres Wort. Pflanzen. Pflanzen. Okay. Ich ziehe mich zurück. Da möchte ich jetzt doch lieber nicht stören. Ich guck mal, was ich noch so machen kann. Ich habe nämlich genug noch zu tun hier. Hier der große Wäscheberg wartet noch auf mich. Das ist komplett frische Wäsche. Hier muss ich noch einsortieren. Ach, habe ich dir überhaupt schon meine Treppen gezeigt? Die wollte ich dir auch noch unbedingt zeigen. Da sind ja jetzt diese Teppiche drauf geklebt. Und manche meinten, sie finden das nicht schön, weil ja, das so diese Struktur hat und dann kommt der Teppich drüber. Aber ich weiß nicht, mir gefällt das. Ich finde das nochmal besonders. Ist nicht wie bei jedem zu Hause, sondern eben, ja, bei uns. Ich werde jetzt, glaube ich, die Zeit nutzen und das Projekt weitermachen, was ich schon hier begonnen hatte mit der Küche, nämlich dem Ausmisten. Das werde ich jetzt einmal alles komplett rausholen, gucken, was ich davon brauche und was nicht. Ich brauche einen Stuhl. Komme ich da nicht hin? Nehmen wir den hier mit. Sieht nicht so elegant aus. Ach du meine Güte, was man hier nicht alles findet. Das ist so ein Ultraschallgerät, aber wenn du dir den Staub hier oben anschaust, dann ist, glaube ich, ganz klar, dass wir das nicht ganz so oft benutzt haben. Ich finde das allgemein so schlimm mit diesen ganzen Geräten, was man ja so kaufen kann. Zum Beispiel dieses Ultraschallgerät. Irgendwie denkt man sich beim Kauf, ja, das ist doch super praktisch, das kann man ja super benutzen, aber dann hat man es zu Hause, dann benutzt man es doch nicht. Wenn ich nämlich eine Brille sauber kriegen will, dann nehme ich mir einfach so ein Brillenputztuch und gut ist. Na, da komme ich jetzt nicht dran. Da oben in der Ecke muss ich jetzt noch einmal durchwischen und dann sind die Schränke auch wieder sauber. Da komme ich irgendwie nicht hin. Ich weiß auch gar nicht, was das ist. Das sind irgendwelche Karaffen oder so. Das ganze Sammelsurium habe ich gerade runtergeholt von da oben. Jetzt werde ich einmal schauen, was ich alles nicht mehr brauche. Also das werden wir niemals wieder benutzen. Das ist hier dieses Breichengerät. Das brauche ich jetzt auch erstmal nicht mehr. Also das kann ruhig auf dem Dachboden. Hier sind noch so ein paar
Rezeptbücher, Weihnachtsplätzchen. Das ist eigentlich ganz süß. Das ist ja auch bald wieder die Zeit. Das kann ich einmal sauber wischen. Das ist nämlich auch sehr staubig. Dann noch so ganz alte Eismann-Prospekte hier. 2015. Hilfe. Also das kann auf jeden Fall in den Müll rein. Und hier, das ist ganz toll. Das ist nämlich diese Becherküche. Die hatte ich ja mal gekauft für die Kinder. Das war ja auch mal aus die Höhle der Löwen. Ist aber schon ein bisschen her, nicht aus der aktuellen Staffel. Und da hatte Clara auch letztens nachgefragt, ob sie nicht mal wieder was daraus machen kann. Also das kommt auch zu den Rezeptbüchern hier. Für die Sachen, die ich gar nicht mehr brauche, zum Beispiel jetzt dieses Gerät hier, da werde ich so eine Kiste machen. Das machen wir immer ganz gerne. Und die stellen wir dann vor die Tür und dann schreiben wir da drauf zum Mitnehmen. Und das ist meistens innerhalb von wenigen Stunden ist alles weg. Das ist wirklich ganz gut. Da müssen wir keinen Sperrmüll anmelden oder Sondermüll oder weiß nicht, Elektromüll wäre das ja auch. Und dann freut sich jemand anderes darüber. Und alle sind glücklich. Die Kiste nehme ich jetzt für die Sachen, die ich draußen hinstelle. Einmal Staub noch drüber wischen. Der gute Wille zählt. Super sauber werde ich das aber nicht mehr machen. Ich denke, der nächste glückliche Besitzer wird das eh noch mal gut rein, bevor er das benutzen möchte. Hier sind auch noch so Kaffeebecher. Solche Sachen hier. Ich weiß nicht, ob Justus das noch haben will, aber ich benutze sowas ja gar nicht. Dann frage ich ihn gleich mal. Ich stelle das erstmal schon mal da rein. Was das hier ist, weiß ich jetzt nicht. Muss ich auch mal Justus fragen, ob das was Wichtiges ist oder ob das was für die Mülltonne ist. Was ist das? Ein Stück Rohr. Gott, was man alles so findet, ne? Ich weiß auch gar nicht, warum ich so selbst im Ausmistenfieber bin. Justus hatte mich schon gefragt, Nancy, ist irgendwas mit deinen Hormonen? Hast du Nestbautrieb? Es fühlt sich schon so ein bisschen danach an. Oder wie Frühjahrsputz. So fühlt es sich an. Warum mache ich das jetzt? Diesen ganzen Frühjahrsputz. Aber ich kann nicht anders. Ich bin im Moment total in Fahrt mit Ausmisten, Aufräumen, Saubermachen in den hintersten Ecken. Jetzt kann ich nämlich auch richtig schön meine Vasen dahinstellen. Das sieht, glaube ich, ein bisschen hübscher aus als der ganze Krusch, der da vorher war. Und dann sind die auch nicht mehr hier auf dem Küchentresen im Weg. Dann haben wir ihren kleinen Platz hier oben. Das ist jetzt der Karton mit den Sachen, die draußen hingestellt werden. Also wirklich Sachen, die wir nicht mehr brauchen. Und ich versuche da auch immer ganz ehrlich zu mir selbst zu sein, wirklich zu überlegen, brauche ich das? Jetzt zum Beispiel das. Es ist ja nichts, was schlecht ist oder kaputt ist, aber wir brauchen es nicht und ich bin froh, wenn ich ja, das einfach nicht mehr hier stehen habe als Staubfänger. Was ich auch noch ausmisten und ausräumen wollte, sind diese Schränke hier. Da sind nämlich auch Sachen drin. Kann man das zeigen? Oh Gott. Das ist einfach auch so überfüllt mit allen möglichen Sachen, die wir eigentlich nicht brauchen und die dann einfach da reingeschmissen werden. Hauptsache, sie stehen dann nicht irgendwo oben rum, sondern ja, sind versteckt. Oder auch Sachen, die wir so geschenkt bekommen. Jetzt zum Beispiel das. Also wenn man Besuch bekommt, dann kriegt man ja öfters mal so Deko geschenkt. Und dann stelle ich das auch irgendwo hin. Aber dann kriegt man wieder neue Deko geschenkt und dann weiß man nicht, wohin jetzt mit der anderen Deko. Was ist das? Ist das? Ach, das ist so ein Schmirgelpapier. Warum ist das da drin? Das ist jetzt alles, was ich nur aus diesen zwei Schubladen hier rausgeholt habe. Das werden wir behalten. Das sind so Steine. Justus und die Kinder sind sehr, sehr große Stein- und Kristallfans. Deshalb bleibt das natürlich. Ganz viele Weihnachtskerzen waren da drin. So Weihnachtsbaumkerzenständer. Ganz viele Teelichter, die werden wir natürlich auch behalten. Aber hier zum Beispiel diese Kerzenständer, die brauchen wir nicht. Die passen auch nicht zu unserer Deko. Ich werde jetzt hier erstmal alles schön sauber fegen. Da habe ich einmal Handfeger und Kerblech von den Kindern geholt. Das ist diese Kindergröße. Auch ganz praktisch, wenn man mal so was Kleines zu Hause hat. Was ist das? Weißt du das? Nein. Auch nicht, ne? Ich glaube, das ist irgendein Tiernest. Ein Tiernest? Mhm. Oha, okay. Jetzt sieht das ja schon ein bisschen ordentlicher aus. Jetzt habe ich hier hinten große Kerzen, hier vorne diese Weihnachtskerzen. Dann hier in der Ecke die ganze Osterdeko schon. Hier auch die kleinen Häschen, die werden dann zum Einsatz noch kommen. Das ist übrigens unsere Weihnachtsglocke hier. Huh. Ganz schön laut. Na? Schon wieder wach? Ja. Was ist das? Der Thermomix? Nein. Yes. Ohne Thermo, nur Mix. Ja, der Babybrei-Mixer, den brauchen wir ja hier nicht mehr. Ja. Guck mal, hast du schon gesehen, die Ecke, die habe ich da aufgeräumt. Da. Da oben. Ach so, okay. Schön. Gut, ne? Ja. Jetzt wollte ich dich fragen, mit den Sachen hier. Ja, das sind alles meine liebsten Sammelstücke. So. Ja, genau, das habe ich mal ausgemistet. Ist das okay für dich, wenn diese Sachen hier wegkommen?
die ich aussortiert habe. Ich glaube, so eine Art Tannenzapfen hier, ne? Tannenzapfen. Ja, was ist denn? Das habe ich mich auch schon gefragt. Tannenzapfen, meine Leibspeise. Eigentlich auch eine schöne Deko, ne? Nur ich glaube da, oh guck mal, da, das meine ich mich, da wohnen schon Spinnen drin. Ih, jetzt puste das doch nicht hier hin, Justus. Das war aus Versehen. Ich wusste ja nicht, dass ich die Spinne sich nicht festhalten kann. So. Oh nee, ist das eklig, tu sie mal weg. Ja, dann halt mal kurz. Nee, ich halte das nicht. Das die Spinnenwohnung. So, kann ich das dann jetzt alles wegtun? Ist das ja. Okay für dich? Gut. Ich habe ein okay bekommen. Ich frage mich, wo mein Essen ist, aber kein Problem. Ich mache gleich Essen, Justus. Ich werde dann hier noch ein bisschen weitermachen, aufräumen und auch Mittagessen machen. Und ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.